Darf man an einer Paartherapie teilnehmen, wenn die Ehe kriecht? Kriselt. Andere Ideen, wie man die Ehe retten kann? Paartherapie? Was ist denn das? Aywa, der Psychologe braucht selber einen Psychologe. Ein Scheich hat mir mal erzählt, damals hatten sie eine Razzia bei ihm gemacht und er wollte dann die Sache groß machen und hat gesagt, ich habe einen Schaden davon getragen und ist dann auch zu einem Psychologen gegangen, damit die Leute verstehen, die Behörden, dass das keine Kleinigkeit war, weil sie das mit Unrecht bei ihm gemacht haben, bei dem Scheich. Dann ist er zu dem Psychologen gegangen und hat ihm erzählt, wie er sich fühlt in den letzten Tagen, seit die Razzia bei ihm war. Dann sagt der Psychologe, das nennen Sie Probleme, Sie sollten sich mal meine Probleme anhören. Die brauchen selber eine Couch, wo sie sich hinlegen können. Na, man macht das islamisch. Man kann zu einem Imam gehen oder man kann zu Leuten gehen, die sich auch damit auskennen, die sich mit der Religion auskennen und die sich auch gleichzeitig in diesen Themen spezialisiert haben. Wallahu ta'ala ala wa'an. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiban, ya